Restore, wieder mal ein Produkt von The Root Brands. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Wir haben wieder die Kategorie Praxis Family checked und es geht um das Produkt Restore von The Root oder The Root Brands. Wir haben schon zwei Produkte vorgestellt, das Clean Slate und das Zero In, und jetzt kommt das dritte Produkt, das die Kernprodukte ausmacht von der Firma Root. Die Firma Root hat mittlerweile noch zwei neue Produkte, über die sprechen wir vielleicht noch einmal, ein anderes Mal, aber das sind die Kernprodukte. Der Leader von Root, Thomas Clayton, nennt das Ganze eine Trinity, also er empfiehlt, alle drei Sachen einzunehmen. Es macht medizinisch und physiologisch Sinn, es ist aber nicht immer nötig, alles drei einzunehmen. Wir würden empfehlen, auf jeden Fall das Clean Slate mit dem Restore in Verbindung zu nehmen. Man muss es aber nicht unbedingt. Gut, Restore, was heißt es? Ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Für mich persönlich ist das Thema Verbesserung des Körpers, Biohacking, schon seit ich, glaube ich, Heilpraktiker bin, also seit über 10 Jahren, ist es für mich ein Thema. Und ich beschäftige mich in der Literatur damit, schaue mir alles an, was es dazu gibt, egal auf welchen Sprachen, weil ich einfach immer mehr besser und tiefer darin einsteigen möchte, denn es ist nun mal so, dass wenn wir ein gewisses Alter erreichen, vielleicht interessiere ich mich auch deswegen so dafür, wenn wir ein gewisses Alter erreichen, dann baut der Körper sukzessive ab. Wir erreichen dann also die Degenerationsphase. Die Schnittstelle ist irgendwo zwischen 40 und 45. Ab diesem Alter ist es so, dass die natürliche mitgegebene Energie, die wir haben, und Regenerationsfähigkeit und Zellteilungsfähigkeit und all die ganzen Prozesse, die werden langsam immer schwächer und schwächer, und wir können ab diesem Punkt eigentlich nur noch älter werden und abbauen, es sei denn, wir tun die richtigen Dinge für den Körper. Und da fängt jetzt dieses sogenannte Biohacking an. Es geht also beim Biohacking jetzt nicht darum, wirklich Superhumans zu machen, sondern es geht darum, dass ihr euren Zellen besser helft, damit sie ihre normalen Prozesse optimal durchführen können. Und zum einen gibt es die normalen Prozesse, die gestört werden durch Umweltgifte oder falsche Ernährung oder falsches Schlafen oder zu viel Stress oder Elektrosmog oder. Also all die Dinge, denen wir irgendwie in irgendeiner Form ausgesetzt sind. Hier fängt natürlich das Optimieren erstmal sowieso an. Aber dann gibt es eben Stoffe, die in der Lage sind, die molekularen Prozesse und Zellprozesse und Prozesse in der DNA für die Zellteilung und für die Proliferation von Proteinen und die Herstellung von Enzymen und all diesen ganzen Katalysatoren, es gibt Stoffe, die in der Lage sind, das zu verbessern. Wir nennen das auch Epigenetik. Wenn wir bestimmtes Essen essen, stellen sich unsere ganzen Zellmechanismen darauf ein und verhalten sich entsprechend. Wenn wir also Hamburger essen und Fast Food und Chips, dann haben wir das Problem, dass der Körper sich darauf einstellt und der wird einfach nur in der Regel dick und degeneriert. Kriegt Kreislaufprobleme, kriegt der Bluthochdruck und all die ganzen Dinge. Essen wir aber gesundes Essen, frisches, lebendiges Essen, Gemüse, ja, Schlagwort Clean Eating, dann haben wir eine ganz andere genetische Einstellung im Körper. Das heißt, die gleiche Person kann mit zwei verschiedenen Ernährungsstilen völlig verschieden altern. Und jetzt kommt das Restore. Restore besteht aus 13 verschiedenen Bestandteilen. Ich kann die noch nicht auswendig. Ich lese sie euch gerne mal vor. Ich habe sie mir hier aufgeschrieben. Da drin ist Aloe Vera, Apfelessig, Schwarzkümmelöl, Zitronensäure, aber eine gute, jetzt nicht diese chemische blöde. Das CMC-Gamm, Ribose ist drin, Mönchsfrucht, verdampfter Rohrzucker, also kein schädlicher Rohrzucker, sondern in einer Form, die gut ist, eine gute Glukosequelle für den Körper. Zitrusextrakte. Dann haben wir drin Himbeerketone, Resveratrol, Kurkuma und Xanthan. Was ist da jetzt so speziell dran? Ist es einfach irgendwie wild zusammengewürfelt oder hat das irgendwie einen Sinn? Also für mich hat sich am Anfang der Sinn noch nicht so richtig erschlossen, aber ich habe dann, als ich diese ganzen Zutatenliste gesehen habe, habe ich mal wieder ein Buch rausgekramt, das ich absolut für die Bibel des Biohackings halte. Und zwar dieses Buch von Ulrich Warnke, Bionische
Regeneration. In diesem Buch gibt es die sogenannten Master-Substanzen, die einfach in der Lage sind, eine als einzelne Substanz ganz, ganz entscheidende Schaltstellen im Körper zu betätigen, ganz bestimmte Enzyme zu aktivieren und dafür zu sorgen, dass die Degeneration der Zellen, der Zellwände, des Zellkerns, der Mitochondrien verbessert werden oder gestoppt werden. Ja, das hat auch ganz viel damit zu tun, ob sich Krebs entwickelt oder nicht. Und dann habe ich die Zutatenliste des Restores angeschaut und gemerkt, hey, da sind so viele Stoffe drin, die genau dem entsprechen. Das ist genial. Danach habe ich lange gesucht. Es gibt nämlich kein Mittel auf dem Markt, das das wirklich alles kann. Und das Besondere ist an diesem Restore, das Besondere ist, dass die Sachen alle bioverfügbar sind. Das heißt, es ist nicht einfach zusammengewürfelt irgendwie und der Körper soll machen, was er will, sondern in einem Maximum wird das Ganze biologisch aufgenommen. Riesengroß. Wenn ihr das probiert, ist es so, die Empfehlung, die wir rausgefunden haben in unserer Praxisarbeit, für 14 Tage bis 3 Wochen jeden Tag so ein Tütchen, das sind solche Trinktütchen, die man so aufreißt und dann den Sirup so da rausschlürft und danach jeden zweiten Tag. Reicht völlig aus. Und irgendwann könnt ihr die Frequenz noch ein bisschen erweitern. Je nachdem, wie ihr lebt, wie gestresst ihr seid, braucht ihr vielleicht mehr oder weniger. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen stressigen Tag habe, dann brauche ich am Ende so ein Restore-Tütchen und dann habe ich das Gefühl, ich regeneriere gleich wieder besser. Mag Einbildung sein, aber es zeigt sich in den Tests, die wir machen, es zeigt sich in den Behandlungen, die wir mit Patienten machen. Damit wird so viel besser. Vor allen Dingen, wenn Zellschäden vorliegen. Es gibt Zellschäden, die auch durch Einflüsse von außen vorliegen können. Zum Beispiel durch bestimmte staatlich verordnete Behandlungsmaßnahmen, die wir im Moment bekommen sollen. Ja? Da gibt es Zellschäden, die passieren können. Und wer das über sich hat ergehen lassen müssen oder freiwillig gemacht hat, sollte dann dem Körper helfen. Zum Beispiel mit dem Restore. Also ich kann es euch dringend empfehlen. Bei uns hat es alle Möglichkeiten gewonnen. Wir haben durch die Testung und die Testmethode, die wir haben, haben wir herausfinden können, wie toll das ist. Und es schlägt gerade im Moment sämtliche anderen, ich nenne es mal Biohacking-Produkte, die ich so bei uns in der Praxis in Testsatz habe, die wir schon seit vielen Jahren in irgendeiner Form propagieren, um Mitochondrien zu verbessern, um Krebs zu verhindern. Das Ding ist wirklich der Knaller. Also lasst euch drauf ein, viel Spaß damit. Link zum Produkt findet ihr hier unten in der Bio. Und nicht wundern, es ist ein Produkt, das aus Amerika kommt, es wird in Dollar bezahlt, aber ihr müsst keine Sorge haben wegen dem Zoll und dem Verschiffen. Das dauert auch nicht 5 Wochen, bis es da ist. Es gibt ein Lager in Deutschland und von dort aus wird das Ganze versendet. Das heißt, man hat euch diese ganze Wartezeit und diese Zollabwicklung und alles schon abgenommen. Und ihr könnt es direkt aus einem Lager in Deutschland zu euch bekommen. Denkt auch dran bei den Preisen, dass ihr es umrechnet von Dollar auf Euro, dann wird es nämlich wieder günstig. Okay, also in dem Sinne, viel Spaß mit Restore, viel Spaß beim Regenerieren. Wir treffen uns alle wieder in mindestens 100 Jahren. Ciao.